sollten sich vorzubereiten. Da Sie frei vorsprechen müssen, sollten Sie sich Ihren Text einprägen, bevor der Produzent erscheint. Er ist recht aufbrausend. Achten Sie genau darauf, was Sie in seiner Gegenwart sagen und tun. Herr Redfield, ich muss betonen, dass es sehr wichtig ist, Ihren Text auswendig zu können. Das Drehbuch liegt auf Ihrem Stuhl. Ich bin gleich bei Ihnen. Ich muss meine Deckung wahren. Lieber kein Aufsehen erregen. Sollen die schauspielen, die es können. Hat Ihr Agent Sie hier ins Spiel gebracht? Nee, Mann. Die haben mich bei einer Mystery-Show gesehen. Fanden mein Gesicht passend. Wie soll ich mir diesen Mist nur merken? Minus und so. Ich schreib's mir auf. Warum die... Plätze einnehmen! Rasch! Mein Kanzler? Mein Kanzler! Heidelinde, kommen Sie! Sind Sie das? Fremde in meinem Büro? Würden Sie mir bitte verraten, wer in Gottes Namen die sind? Ja, es sind Schauspieler, mein Kanzler. Schauspieler? Ja, diese Männer wollen für die Rolle von William Joseph Blaskowitsch vorsprechen. Es sind Schauspieler. Es tut mir leid, meine Nachricht hat Sie wohl nicht erreicht. Das konnten wir nicht finden! Keiner von denen sieht dem Keller auch nur ähnlich! Kommt doch mal! Das kriegen wir mit Schminke hin, mein Kanzler. Oh ja, Schminke. Gut. Das ist magisch. Ja, magisch. Schauspieler. Geschulte der Kunst der Verkleidung und Täuschung. Ähnlich wie Spione. Vielleicht ist ja ein Spion unter Ihnen. Sie haben sicher alle mein Buch gelesen. Oh ja, mein Kanzler. Meine Kinder haben es auch gelesen. Es ist toll, Herr Heiler. Super toll. Herr Heiler? Wenn Sie mich ansprechen, sagen Sie mein Kanzler. Verstanden? Haben Sie keinen Respekt vor Autorität? Ihre Worte gewähren Einblick in einen höchst verräterischen Geist. Es tut mir so leid, mein Kanzler. Sind Sie denn ein Idiot? Nein, mein Kanzler. Sind Sie ein verkleideter Schurke? Ein Verräter? Ein niederträchtiger Verräter? Nein, nein, mein Kanzler. Ich komme aus Arizona. In Schafspelz. Konspirierende, lügende, niederträchtige Verräter. Ich erkenne sie schon von Weitem. Wenn Sie mein Buch gelesen haben, wissen Sie, dass ich die Wahrheit sehe. Und mit der Wahrheit auf seiner Seite hat man immer Erfolg. So konnte ich die Welt von all den Verrätern befreien. So konnte ich die missratenen Kommunisten erledigen. So konnte ich ihn vernichten. Oh, William. Oh, Joseph. Oh, Blaskowitz. Adelinde? Ein absolutes Meisterstück. Das Jahrhundert-Epos und mein künstlerisches Erbe. Wer mein Drehbuch liest, der wird die zahllosen Stunden zu schätzen wissen, die ich investiert habe, damit jede Szene, jede Zeile, jede Silbe federfrei ist. Bravo, mein Kanzler, bravo! Gottes Willen. Mutter, mir ist so kalt.
Die... Sie... spielt die Szene. Adelinde! Sie auch! Ein kaltblütiger Terrorist? Das sind Sie! Was habe ich da geschrieben? Und Sie ein Regimewurm. Sie Monster! Was haben Sie mit mir vor? Ich werde Sie vergewaltigen und töten. Sie haben so viele Unschuldige auf dem Gewissen. Aber wir werden wieder auferstehen. Scheiße. Ich vernichte euch alle. Ach, fürchterlich. Ach, einfach fürchterlich. Sie haben offensichtlich keine Ahnung, wer dieser Mann ist. Wir haben mich bei einer Mystery Show gesehen. Fanden mein Gesicht passend. Wie soll ich mir diesen Mist nur merken? Venus und so. Ich schreib's mir auf. Warum die Venus? Warum nicht in L.A.? Der Produzent muss ein großer... Was habe ich da geschrieben? Und Sie eine Regie... Sie Monster! Was haben Sie mit mir vor? Ich werde Sie vergewaltigen. Sie haben so viele Unschuldige auf dem Gewissen. Aber wir werden wieder auferstehen. Scheiße. Ich vernichte... Die Worte stimmten. Aber Sie haben scheinbar nicht die geringste Ahnung von der Psyche eines Mannes wie William Joseph Blaskowitz. Ich können Sie sein, was Sie nicht verstehen? Sie spielen Sie die Rolle. Füllen Sie, füllen Sie, füllen Sie die Rolle! Ein kaltblütiger Terrorist, das sind Sie! Und Sie eine Regimehure. Sie Monster! Was haben Sie mit mir vor? Sie vergewaltigen und Sie töten. Sie haben so viele Unschuldige auf dem Gewissen. Aber wir werden wieder auferstehen. Und ich vernichte euch alle. Ja, schon besser. Von dem könnten Sie was lernen. Ich biete Ihnen die Möglichkeit, in die Psyche dieses Verrückten einzudringen, dieser verdammten wertlosen Person. Ich kannte ihn in- und auswendig. Deshalb konnte ich ihn aufhalten, fassen und richten. Mein Gott, habe ich Hunger. William... Joseph Blaskowitz, aufgewachsen in Mesquite, Texas.
Kind eines Verkäufers und einer Polin. Seine Mutter wurde von seinem Vater entlarvt. Sie starb in Gefangenschaft in New Mexico. Er hatte als Erwachsener immer noch den Intellekt eines Kindes. Wenn man ihn aufschneidet, wie wir es getan haben, findet man das Innere eines Verräters. Adelinde, übernehmen Sie. Ich bin müde. Aspiranten, wie Sie wissen, ist diese Rolle sehr actionlastig. William Joseph Blaskowitsch war kein Mann des Wortes, er war ein Mann der Tat. Diese Szene spielt direkt vor der Szene, die Sie schon aufgeführt haben. Blaskowitsch steht kurz davor, die Bombe zu legen, die die Kinder im Waisenhaus tötet. Aber zuerst muss er den tapferen Wachsoldaten in einem brutalen Kampf erledigen. Herr Llewellyn Ewing? Llewellyn Ewing. Ja, fangen Sie an. Jeder von Ihnen improvisiert eine Kampfszene. Ist die Wache tot? Beenden Sie die Szene mit den Zeilen auf der Karte. Auf die Plätze! Und bitte! Au! Stopp! Stopp! Ich blute! Mist! Ich brauche eine Pause! Text, bitte! Ich brauche einen Arzt! Text. Dein Mut hält einem Neandertaler wie mir nicht stand. Außerdem kann ich nur dreckig kämpfen. Und jetzt geht's euren Kindern an den Kragen eurer Zukunft. Das war schrecklich. Warum? Herr Redfield, bitte. Ihr Auftritt. Und bitte. Viel Glück. Sieh wichtig, Tour. Ist das, was ihr wolltet? Habt ihr euch das vorgestellt? Regime-Wichser! Dann sollt ihr das auch kriegen! Wunderbar! Wunderbar! Hat sie das gesehen, Adelinde? Wie geboren für die Rolle! Er wird mein Blaskowitsch! Mein Gott! Er ist mehr als perfekt! Ich helfe Ihnen beim Auspacken, Herr Redfield. Das. Hey, Scheißkanzler. Ich schnapp mir deine Odin kurz. Dann dein Ausmerzer. Wir pusten General Engel das Licht aus und zeigen den Amerikanern, was eine Revolution ist. Was war das? Was? Alpha, sofort sicher!
gesichert. Wiederhole, Alpha ist gesichert. Meine Waffen mal aufrüsten. Achtung! Die Einrichtung wird abgeschickt. Alpha sofort sicher. Ich sollte meine Waffen mal aufrüsten. Achtung! Die Einrichtung wird abgeschlossen. Alpha sofort sicher! Thank you.
Scheißkanzler. Ich schnapp mir deine Odin-Codes. Dann deinen Außenmerzer. Wir pusten General Engel das Licht aus und zeigen den Amerikanern, was eine Revolution ist. Achtung! Die Einrichtung wird angegriffen. Alpha, sofort sicher! Yeah.